Aus meiner Sachen. Willkommen zurück zu unserem grauen Klumpen. Heute soll da ja Farbe drauf. Und als allererstes brauchen wir dann natürlich erstmal ein Material, das da drauf soll. Und das erstellen wir uns einfach, indem wir ein neues Material anlegen. Ich nenne es einfach mal Landscape. Einfach nur aus Gründen. Ihr könnt das benennen, wie ihr das wollt. Jetzt haben wir erstmal ein leeres Material. Vom Prinzip her funktionieren die ähnlich wie unsere Standard Materialien, die wir schon mal aufgesetzt haben, nur nutzen wir jetzt verschiedene Layer, weil wir wollen ja mit mehr als nur einer Farbe malen oder mehr als nur einem Material malen. Aber ich werde dafür das Landscape jetzt Base Color, die Roughness und die Normal Map benutzen. Wer jetzt erhöhen oder weiter sich annehmen, ich hatte es mal in einem anderen Tutorial angeschnitten, der braucht auch die Opacity. Wir werden jetzt erstmal nicht nutzen, wir werden keine Höhle anlegen. Bei 5 Prinzip genauso, ihr könnt euch eine Opacity anlegen, dann könnt ihr halt auch durchsichtig malen. So, weil wir ja mit mehreren Layern malen müssen, gibt es extra Layer. Ich nehme halt den Layer Blend. Je nach Projekt könnt ihr auch ein anderes wählen. Aber mit dem Blend ist gerade am Anfang eine gute Sache. Es ist so der Standard Blend, den man nutzen kann. So kann man halt verschiedene Materialien auch miteinander blenden, so dass es halt kein gerader Cut ist und hört auf. Kommt immer mal ein bisschen doof, wenn es einfach so Cut und Ende. So, und hier gehen wir jetzt erstmal drauf. Und ja, da ist ja halt noch kein Input, sondern nur der Output. Den müssen wir jetzt erstellen. Wir haben noch keine Layers. Ich sage, wir machen aber mal 3 Stück. Damit fährt sich's eigentlich mal ganz gut. Man kann so viele nutzen, wie man möchte. Und wie man braucht. Dann machen wir den ersten auf. Dann nenne ich diesen einfach mal Gras. Gras mit einem S, glaube ich. Ja. Das kann man erstmal so lassen. Wir nennen jetzt nur die Sachen um. Nenne ich hier einfach mal Erde. Und hier haben wir Stein. So, ganz simpel. Ganz einfach. Das hier könnt ihr jetzt erstmal außer Acht lassen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt haben wir erstmal unseren Layer Blend erstellt. Und den nutzen wir jetzt erstmal nur die Base Color. Und bauen uns die auf. So, ich habe hier 3 verschiedene Materialien. Und da müssen ja jetzt 3 verschiedene Texturen rein. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 3 Inputs und einen Output. Ich brauche aber dafür jetzt erstmal generelle Texturen. Da soll ja irgendwas auch drauf. Ich habe mir bei Megascans ja schon mal ein paar Sachen runtergeladen. Wo haben wir es? Surface. Haben wir hier einmal Albedo, nennt sich es in ja, in Megascans nennt sich es Albedo, aber das ist unsere Base Color. Wie gesagt, hatten wir schon mal, die können je nachdem auch ein bisschen anders benannt werden. Dann haben wir hier ein bisschen Erde, das kommt in den Layer Erde. Und dann haben wir noch einen Stein, haben wir doch bestimmt. Das ist Moos. Moos. Hatte ich nicht irgendwo einen Stein? Doch, da, Stein. Zack. Ey, ups. Muss ich auch die Textur mitnehmen, nicht das Material. Das funktioniert sonst nicht. So. Jetzt haben wir unsere Farbe erstmal zugeordnet. Und damit sich die auch schön auf dem Landscape verteilt, brauchen wir noch Koordinaten. Da können wir die nur normalen Koordinaten nehmen. Aber es gibt auch extra Landscape Coordinates. Ja, das sind ja die hier. Ist so ein lustig schönes Bild. Ist einfach nur die verschiedenen Achsen. Und die hauen wir erstmal in die UVs rein. Ich hau erstmal alles in einen. Das zeigt einfach nur, dass unsere Texturen schöner auf unserem Landscape benutzt werden. Das ist jetzt unser grober Aufbau. Ich habe jetzt erstmal nur Farben zugeordnet. Das speichern wir. Und fügen uns dahin. Dann gehen wir auf unseren Landscape drauf. Und theoretisch wäre einfach plöpp und rein. Und hoch. Auch schwarz. Wie kommt? Ja, wir haben ja noch nicht gesagt, was ist. Dann gehen wir jetzt erstmal auf unser Landscape. Wieso war ich in Paint drin? Egal. Gehen hier auf Paint. Und malen drauf los. Gut, so wie es ist, geht es jetzt noch nicht. Wir müssen das erstmal richtig anlegen.
Wir machen eine Layer-Information, müssen wir anlegen. Machen wir hier das Normal, den müssen wir jetzt halt irgendwo hin machen. Das ist quasi nur die Info für den Layer. Ich hau die jetzt einfach mal bei die Maps rein. Ist auch krass benannt. Okay. Achso, ich hatte ja schon mal. Okay. Ja, es existiert schon mal. Ich hatte ja schon mal da ein bisschen was gemacht. Das machen wir auch hier. Normal. Ja, da. Eins. Okay. Und hier. Stein. Non-Weight. Stein. Eins. Sind wir schon mal dabei. Okay. Wie sieht, der erste Layer wird auch komplett so ausgewählt. Was halt direkt auffällt, ja, unsere Textur, die ist doch wink zu klein. Die sieht irgendwie nicht so aus, wie Gras so aussieht. Weil unsere UVs halt einfach viel zu klein ist. Macht aber nichts. Wir können die ja hier drin verändern. Machen wir einfach Map Scale. Wir machen jetzt einfach mal 2. Safe. Und gucken, wie es aussieht. Ja, ne, der 2 ist doch zu klein. Das ist jetzt halt je nachdem, was für eine Textur ihr habt, ihr müsst ein bisschen frickeln. Es kann auch sein, wenn ihr unterschiedliche Texturen von unterschiedlichen Orten habt oder die ja verschieden groß sind, müsst ihr auch mehrere anlegen von denen, die ihr verschieden groß macht. Ist aber auch kein Problem, zeigen wir, gehen wir gleich nochmal ein bisschen besser drauf ein. So, es sieht auch schon mal ein bisschen mehr so aus, als würde das so gehören. Und dann könnt ihr jetzt auch einfach hingehen, ihr drückt auf, wir nehmen jetzt mal die Erde. Ja, compilen. Das kann mal ein bisschen stressig sein, gerade am Anfang. Und so könnt ihr halt einfach auch drauf losmalen. Auch hier könnt ihr hier an der Seite verschiedene Sachen einstellen, wie die Stärke, auch wieder die Größe, den Fall-Off und so ein Quatsch. Den Fall-Off habt ihr auch nur, weil wir den Layer Blend genommen haben. Es ist halt, es blendet so leicht. Es ist kein harter Cut zwischen den Texturen, sondern so ein leichter Übergang. Und so können wir halt überall ein bisschen draufmalen. Wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt hier dann doch Gras drüber haben, malt ihr halt einfach wieder Gras drüber. Es zeigt einfach nur an, was halt gerade gezeigt wird. Hier machen wir ein bisschen Stein. Lassen wir ein bisschen rechnen. So könnt ihr dann halt einfach wie in jedem Zeichenprogramm wie in Paint oder sonst was einfach sagen, okay, hier will ich grau, da will ich braun. Ihr könnt auch noch mehr Zeug dahin tun, wie ihr wollt, wie viele Layer ihr denn unbedingt haben möchtet. So, aber jetzt ist das halt alles ein bisschen shiny und wir haben auch noch keine Normal Map drin, wir haben ja nur die Farbe. Kein Problem, die können wir nämlich auch anlegen, indem wir einfach in unser Material wieder reingehen und uns das halt anlegen. Ich schiebe das alles mal ein bisschen höher. Dann kopiere ich mir den, weil wir brauchen ja auch genau dieselben Informationen. Und die müssen gleich benannt sein, sonst hat die in dem Engine nämlich keine Ahnung, was wir von ihr wollen. Hier haben wir die Normal. Machen wir dich mal nach unten. Und die Roughness will ich noch reintun. Hallo. Geh jetzt da rein. Und jetzt muss ich natürlich auch wieder hier Texturen hinzufügen. Die hole ich mir einfach hier. Einmal Lupe. Schieb die schon mal kurz hoch. Wir haben eine Normal. Und das macht halt wirklich Schritt für Schritt. Normal hatte ich hier unten. Sonst kommt ihr durcheinander und das wollt ihr auch nicht. Normal da rein. Und die Roughness. Sagt, Base Color, Roughness und Normal reichen für Terra eigentlich komplett aus. Man kann es natürlich immer fancy aufbauen und riesige Dinger da sich zusammenbasteln, aber für die Basis, für die meisten Sachen reicht es halt wirklich aus, eine Farbe, eine Roughness und eine Normal zu haben. Jetzt haben wir das alles so ein bisschen sortiert. Und hier ist auch der Punkt, wo ich sage, okay, ich mache mir 3 verschiedene von denen, die ich mir dann halt anpassen kann und achte halt drauf,
Du bist alleine für das Gras zuständig. Ihr könnt ihr auch euch benennen, wie ihr wollt. Jetzt halt dran geschrieben, was ist, dass ich das halt im Nachhinein schneller bearbeiten kann, ohne großartig rumzuschauen, welcher von den Dingern ist jetzt wo rangesteckt. Ihr könnt da halt auch hier eine ganze Selektion euch kommentieren, einfach dass ihr einen besseren Überblick habt. Die könnt ihr halt dann auch als komplettes Bündel verschieben. Macht das alles ein bisschen praktischer und halt übersichtlicher. Gerade wenn man halt größere Sachen anlegt, ist das immer ratsam, sich das selbst zu benennen. Auch wenn man später dann in das Projekt reingeht, dass man einfach weiß, was man getan hat. Und sieht unser Material hier nicht voll fancy aus, so spiegelig, komisch. So, jetzt war ich dich. Habe ich dich gespeichert? Ja, mache ich wieder klein. So, jetzt compilet er wieder. Ach, und ab und zu bräucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr auch beim Landscape ein bisschen arbeitet, dass es mal kurzfristig aussieht wie in Minecraft. Das heißt einfach nur, der Engine ist dabei, einfach das zu rendern. Sieht manchmal sehr lustig aus. Ich habe mich etwas mit der Größe verschätzt. Unser Mannequin ist doch sehr klein. Wenn ihr seht, wir haben noch ein sehr großes Landscape gemacht. Sollte ich vielleicht die Textur doch nochmal anpassen, jetzt wo ich als Referenz unser Männchen habe. Ist immer praktisch, wenn man sich irgendwo einen Punkt hat. Wie groß ist die Welt eigentlich? Ich habe mich nämlich da dezent verschätzt. Ich dachte, wir wären fünfmal so groß. Und da kann man halt immer wieder ins Material reingehen. Tja, ist halt dann halt immer ein bisschen, bis man das dann hat, dass es passt. Und halt viel Gewarte, weil die Engine was compilen muss. Auch vielleicht ganz praktisch. Gerade bei dem Stein gefällt mir das jetzt nicht so stark. Du warst ja Stein. Wir können auch sagen, okay, ich rotiere dich jetzt um 90 Grad. Geht auch. Man kann auch, was weiß ich, 20 Grad, 45 Grad oder sonst was eingeben. Wie man denn dann möchte. So. Okay, jetzt haben wir halt verschiedene Layer. Auch hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Farbe jetzt da am Ende da drauf bringen möchtet. Haben wir Smooth, wo einfach nochmal ein bisschen leichtere Übergänge gemacht werden, wo man das so ein bisschen besser ineinander blendet. Flatten ist halt einfach hier Holzhammer-Methode, einfach drüber und fertig. Kein Blending, kein gar nichts. Man kann auch mit einer Noise arbeiten, wenn man so Patches reinmacht, so random. Dann ein bisschen Erde dazu. Zack, 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 zack. Je nachdem, wie man möchte. Auch hier wieder on the fly kann man Zeug einstellen. Auch hier könnten wir jetzt, wenn wir hingehen möchten, hier eine Alpha reinladen und einfach plöpp drauf zeichnen. Oder drauf stempeln vielmehr. Auch als Pattern. Aber das Scaling mal ein bisschen kleiner. 0,1. 0,1. Okay, funktioniert halt nicht. Scaling halt immer noch viel zu groß. Ach so, ich habe einen Denkfehler gemacht. Nochmal. Ja, so bekommen wir es halt auch als Pattern hin, dass man dann halt ganz viel hintereinander hat. Wir müssen nur Scale anpassen, wie groß wir das haben möchten. Hier machen wir mit Erde drüber. 1a, so sieht die Erde aus. Habe ich genau so in Erinnerung. Man kann halt sehr viel Quatsch mitmachen, aber auch schöne Landscapes mitmachen. Wie gesagt, wenn man halt irgendwas nicht möchte, kann man dann einfach auch wieder mit dem Pinsel drüber alles weg, was einem nicht gefällt.
Dann mit ein bisschen hin und her hat man da noch eine schöne Landscape. Ja. Nicht schön, aber selten. Was ist denn da hinten kaputt gegangen? Okay, hier gibt es einen Fehler. Ist irgendwas schief gelaufen? Ja, manchmal gibt's. Ich glaube, jetzt habe ich die Engine kaputt gemacht. Die hat keine Lust mehr. So, ein bisschen Erde. 1A, wunderschön. So, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ihr wisst, wie ihr Materialien auf eure Landscape drauf kriegt. Für schön machen seid ihr zuständig. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen rumgeblödelt. Aber das Ziel, das ich euch gezeigt habe, wie es funktioniert, ist hier gemacht. Das nächste Mal werde ich ein vernünftiges Terrain mal mit euch zusammen basteln. Dazu werde ich euch ein neues Tool vorstellen, das einem die Arbeit halt wesentlich leichter macht. Was ich dann halt auch im Nachhinein einfach als Landscape einfügen lässt und neu bearbeiten lässt, dass man halt, gerade wenn man irgendwas hinstellt, irgendwas ist am Weg, kann man es halt im Nachhinein noch bearbeiten. Anders wie man jetzt halt ein fertiges Mesh aus Maya Max oder sonst was reinziehen würde. Ja. Und damit verabschiede ich mich erstmal für euch, für dieses Tutorial und man sieht sich später.